Moinsen und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Souls. Das letzte Mal haben wir ein paar Mal den Boss hier unten ausprobiert. Genau, und sind am Ende, haben wir die eine Geschichte von dieser einen Ritterin weitergespielt. Wo ich gerade überlege, wie ich da. Ach so, ich bin ja. Genau, also wir haben ja ihren Gefährten gefunden und der hat uns angegriffen, deswegen haben wir ihn getötet. Und das wollte ich ihr jetzt eigentlich als erstes mitteilen. Ich überlege gerade nur, ob das eine gute Idee ist. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht, weil wir dafür doch ein kleines Stück durch die Gegner müssen und da beim Dämonenkönig aktuell noch ein paar Seelen von uns liegen. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie viele es sind. Aber man möchte es ja nicht riskieren. So, machen wir uns mal wieder menschlich. Damit wir den Try hier auch ernst nehmen. Dum, 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 dum. Das hier dürfte. Genau. Vom großen Sumpf sein. Das sind menschliche Spieler. Das sind auch menschliche Spieler. Die lassen wir jetzt mal. Jetzt überlege ich gerade, ob wir unsere Waffe noch irgendwie verzaubern sollten. Was haben wir denn hier? Feuer wird es wohl nicht so bringen. Können es ja mal mit Dunkelheit versuchen. Oh, Gift und Dunkelheit als tödliche Kombi. Das hört sich doch irgendwie halbwegs sinnvoll an, oder? So, und jetzt. Oh, ein Treffer haben wir schon mal. Oder er auch. Das war schlecht von mir. So, da ist mein erstes Flakon. Sehr gut. Vergiftet wurde auch schon. Ey, lass doch mal meinen Kollegen hier in Ruhe. Den brauche ich noch. So, wir sind auf jeden Fall ziemlich fix in P2 gekommen. Jetzt macht er hier wieder seinen Feuerring. Okay, sehr gut, er hat noch ein erstes Flakon. Der wird jetzt wahrscheinlich nochmal getroffen. Ja. Jetzt kommt Meteorregen. Ich hätte den Bogen ausrüsten sollen. Ich weiß es doch eigentlich besser. Aber noch haben wir genug erstes Flakon, also noch ist es kein Problem. Wir versuchen wir gerade jetzt nur möglichst viel Schaden auf ihn rauszudrücken, solange unser Kollege noch da ist. Oh, das ist wieder Flammenring. Dann muss ich jetzt ein bisschen weiter weg. Ja, so. Nochmal, die Scheiße. Also ich würde ja sagen, man kann es mit dem Feuer auch immer etwas übertreiben, aber wer Spaß dran hat, fackel die Bude ab, Kollege. Weg und weg. Komm, das reicht doch jetzt langsam. Danke. Nochmal. Wie gesagt, das sind so die Chancen, wo man eigentlich mal mit einem Bogen draufschießen könnte ohne Probleme. Mein Kollege wird jetzt hier sterben wahrscheinlich. Jetzt stehe ich hier gerade ein bisschen mies. Aber er ist nett und macht seinen Meteor. Regen.
Er ist sogar noch vergiftet. Also ein bisschen droppt er noch, aber das ist nicht genug Schaden, um ihn auch nur annähernd zu töten. Sonst könnte ich ihn ja jetzt einfach kiten. So, wenn er jetzt seinen seitlichen Schlinger macht, dann haben wir gute Chancen. Genau. Und drauf zu laufen. Und swallen. Und sich nicht treffen lassen. Alter! Irgendwie habe ich noch keinen perfekten Moment gefunden, um ihn anzugreifen. Aber der Versuch war gar nicht so schlecht. Naja. Habe ich Giftpfeile oder so ein Kram dabei? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann den Bogen mal ausrüsten. Habe ich irgendeinen Bogen, den ich verstärkt habe? Ja, habe ich sogar. Nicht so schwer damit? Nein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiterhin. Mensch, ich hätte einfach den Vorteil, dass ich schneller durchkommen werde. Und ich wollte jetzt hier dran nicht ewig lange feststecken. Sonst, ich mache jetzt noch ein, zwei Tries maximal. Und wenn es dann nicht klappt, dann werde ich den offscreen legen, damit ihr da nicht so ewig lange dran festhängt. Weil ich mir vorstellen kann, dass es nicht unbedingt das Spannendste ist, zu sehen, wie ich immer wieder am selben Boss sterbe. Was soll die Kacke denn meinen? Das macht auch nicht viel mehr Schaden. Was macht er jetzt? Lass doch. Nee, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ah. Das war gerade ganz schön gefährlich. Kannst du mal aufhören, meinen Kollegen umbringen zu. Das hat sich ja tierisch gelohnt, dass ich den gerufen habe. Ist ja direkt verreckt, hat ihn nicht mal vergiftet. Also das war ja eine ganz miese Vorstellung von ihm. Okay, also ich muss wirklich darauf achten, ob er die Keule liegen lässt oder nicht. So langsam müsste doch auch mal deine Ausdauer hier Oppe sein, mein Junge. Ui. Ah, gerade so genug Abstand gehabt. Oder bin ich zu blöd zum Rollen gewesen? Schlückchen, aber man kann also doch recht gut sogar an ihm nah dran sein einfach. Und so ein bisschen Schaden machen. Alter, was ist denn das für ein Schlagmuster hier? Das ist ja mal total unfair. Alter, hat das eine Reichweite, ey. Ja, komm, komm, komm. Autsch. Ah, ich mag den Boss nicht. Das ist das Tolle am Dark Souls-Bosse, die sind echt sehr häufig Präferenzsache. Oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Flammenring. Ui, das war auch ganz schön knapp. Und wieder dann einen Speck. Also nah dran zu sein hat doch ein paar Vorteile. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, aber. Wenn man so das richtige Timing raus hat und es nicht verkackt. Okay, jetzt probieren wir es mal.
Ja, genial. Natürlich daneben schießen. Das gehört sich so für einen guten Bogenschützen. Machen. Und hopp. Hopp. Oh ne, Meteorregen. Da wollen wir nicht nah dran stehen. So verrückt bin ich dann doch noch nicht. Weil den ganzen Plus-Einschlägen zu dodgen, das wäre, glaube ich, doch. Damit. Okay, das ist nett von ihm. Da kann ich mich kurz heilen. Und raus aus dem Wasser. Was machst du denn jetzt, Kollege? Jetzt wäre ich gerade ein bisschen vorsichtiger, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weil eigentlich waren meine besten Tries die, wo ich unvorsichtig war. So. Ah nein, da waren wir weg. Darauf habe ich keinen Bock. Dafür stehen wir jetzt zu weit weg, um das zum Laufen. Ah, 20%. Also hätte jetzt unser Kollege aus dem Sumpf ein bisschen mehr Schaden gemacht, hätte das ein echt guter Try werden können. Ach, lass den Käse doch. Vielleicht treffen wir diesmal. Ja, wir haben getroffen. Unglaublich. Ja, das ist ein bisschen falsch hier. So, jetzt haben wir es wieder richtig. Das ist eine ganz miese Kombo. Oh, okay, damit trifft er mich garantiert. Oh nein, ich bin drüber gejumpt. Oh cool, das geht. Das wusste ich auch noch nicht. Ergibt aber irgendwie Sinn, dass man über Feuer auf dem Boden drüber jumpen kann. Jetzt gerade komme ich irgendwie überhaupt nicht dazu, Damage zu machen. Das gefällt mir nicht. Oh, schon wieder, Kollege. So, wieder auf Schwert wechseln und ran an den Speck. Lohnt sich irgendwie nicht, wenn ich jedes Mal getroffen werde von ihm, um ein bisschen Schaden zu machen. Nein. Alter, ich habe ihn jetzt beides Mal verfehlt. Wie mies ist das denn? Regt mich gerade schon so minimal auf. Feu, feu, böses Feu, feu. Oh, ich habe getroffen. Unglaublich. Das gesehen noch. Zeichen und Wunder. Oh, jetzt habe ich ihn. Wütend gemacht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen. Okay, ich glaube, ich habe ihn down. Wenn er jetzt natürlich wieder anfängt zu zornen, bin ich vielleicht böse. Aber. Wir haben ihn. Halleluja, ey. Schwere Geburt.
Aber ja, mit ein bisschen Ausdauer kriegt man fast jeden Boss in Dark Souls down. So, gut. Dann geht es jetzt als erstes zum Feuerbandschrein. Gucken, ob wir unsere Waffe weiter verstärken können. Und ein paar Seelen ausgeben. Danach werden wir der Ritterin erzählen, dass ihr Kamerad durchgerät ist und uns angegriffen hat. Ich habe keine Ahnung, wie sie darauf reagieren wird. The Undead Legion's joyous gegen even. Okay, der hat nichts Neues zu sagen und boah, war es gerade laut. Ich hoffe, es war für euch nicht genauso laut wie für mich, das ist ja grausam. Just good, just what needs. Hier haben wir keine Scherben. Können wir unsere Waffe verstärken? Ach so, wir sind schon auf der Stufe 6. Alles klar. Jo, dann be careful. Können wir noch kurz bei der Händlerin vorbeischauen? Aha. Ich muss auch immer noch die eine Asche finden. Das muss ich. Ja, das muss ich auch nochmal irgendwo machen. Wir können uns hier mal ein bisschen Glut kaufen. Die schadet nie zu haben. Sonst gerade nichts Tolles Ach, dabei. Achso, genau. Und wir können mal kurz gucken, ob wir aus der Seele des Dämonenkönigs eine tolle Waffe schmieden können oder so. Aber ich nehme an, nicht. Ich nehme an, das wird ein großer Hammer oder so ein Kram sein. Verbrennt die Umgebung mit Chaosflammen zur Asche? Ja, das hat er gemacht, zur Genüge. Aber bei den Schwertern muss ich mal irgendwann in Ruhe gucken, ab wann die Bosswaffen besser sein könnten. Dann können wir noch ein, zwei Level aufsteigen. So. Ich würde ein bisschen Belastbarkeit hochgehen. Gut, dann geht's jetzt weiter mit. Wir werden jetzt. Muss ich mich erinnern, wo die genau war, aber es war recht am Anfang der Katakomben, meine ich. Also gehen wir mal. Obwohl, das Leuchtfeuer ist dafür wahrscheinlich gar nicht so gut geeignet, ne? Hm. Die Stand, meine ich. Ja, das Leuchtfeuer dafür ist nicht gut geeignet. Wir gehen so gesehen dann wirklich ganz am Anfang. Ich stand da rechts hinter dieser Plattform im Seitengang, meine ich. Da kommen wir nicht sneaky easy einfach so. Obwohl, ja, doch, ja, nein, vielleicht. Okay, ja. Ich weiß, wie ich dahin, welchen Weg ich als erstes versuchen werde. Ob es der beste ist, keine Ahnung. Also meiner Erinnerung nach steht die da unten in diesem Seitengang. Dafür müssten wir da oben hin und dann da runter. Wir werden uns jetzt hier wieder seitlich runterfallen lassen. Mit der Kugel das Rotaugenskelett da oben auf jeden Fall töten. Und dann hoffe ich, dass da sind nur noch zwei oder drei Skelette, meine ich. Und wenn das dann alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, sollte das recht easy sein. Ui. Moinsen. Wir warten jetzt eigentlich kurz darauf, dass wir dann da oben die Seelen bekommen und das Skelett da drauf geht. So, jetzt. Weil hier hinter der Wand steht ja der Konstrukteur der Kugel. Den können wir jetzt kurz wegmachen. Wieder warten, bis die Kugel vorbeirollt. Danke. Diesmal leider nichts mehr drin, aber egal. Dam, 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 dam. Top eine Scherbe, das ist nicht so überraschend. Ich höre etwas, das gefällt mir nicht. Sieht ihr mich? Scheint nicht so.
So, alle tot? Alle tot. Hoffe ich. So, und ich meine, hier unten stand die. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Hm. Sie hat ihren Weg markiert mit Prismastein. Das ist ja super. Jetzt darf ich hier eine Schnitzeljagd spielen, oder was? Ah, Mädel, mach mich doch nicht schwach. Also hat sie erwähnt, sie wird wie immer ihren Weg mit Prismastein markieren. Ich frage jetzt nur, wo sie hingelaufen ist. Aber okay, so tendenziell würde ich vermuten, dass die jetzt wahrscheinlich dann irgendwo hinterm Boss steht. Weil, ist ja irgendwie schwachsinnig, zurückzugehen aus ihrer Sicht. Dann können wir uns jetzt teleportieren. Ja. Weil, boah, 8-9 Minuten, wenn wir gut drauf sind und den Boss im First verlegen, reicht das sogar. Der ist ein bisschen nervig und am Anfang sehr ungewohnt vor allen Dingen. Aber das soll uns ja nicht abhalten. Ah. Verwaiste Gruft. Wo war die denn nochmal? Ah, ich habe keinen Überblick mehr genau, welches Leuchtfeuer war. Achso, hier sind wir jetzt schon unten beim. Nein. Dann sind wir eins zu weit. Ja, wir sind eins zu weit. Das heißt, wir nehmen die Katakomben. Und ja, es ist nicht der optimalste Bossweg, aber ist jetzt auch nicht der schlimmste, den man haben kann. Wir müssen, wenn ihr euch erinnert, wieder über die Hängebrücke und dahinter ist dann der nächste Boss so gesehen. Also wie gesagt, ich hoffe eigentlich, dass wir so ein, zwei noch schaffen. Gucken wir mal. Das dürfte auf jeden Fall da unten die Ratten wieder hoffentlich ausgeräuchert haben. Haben wir Glück gehabt? Ne, sieht nicht so aus. Kann man aber auch so regeln. Da hinten steht jetzt wieder so ein Freund von mir. So ein beschissenes Rotaugen-Skelett. Komm. Ja, es läuft gerade nicht so optimal. Ich hasse die Viecher einfach. Die sind einfach nur hyperaktiv. Kann mir keiner was anderes erzählen. Ah. Wusa. Bam, 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 bam. Das da hinten, weiß nicht, seht ihr uns? Ne. Okay, er hat uns gesehen. Vom Geräusch her zumindest. So, sehr schön. Da hinten hat gerade irgendwas geleuchtet. Ah, das ist nur eine Reflexion vom Schwert. Okay. Dann ist ja alles in Ordnung. Jetzt sind wir auch. Henrike, Charismus, dann haben wir hier noch 416. Na, mal gucken, ob wir noch einen NPC finden. Finde ich immer angenehmer als andere menschliche Spieler. So, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir hier sie finden werden mit ihrem Prismastein. Also wenn wir hier jetzt den Kelch berühren, dann kommen wir zum nächsten Boss. Und ich meine, das da hinten war jetzt alles. Ich weiß nicht, hieß die Dame Henrike? Ah ne, die Rufsymbole sind weg, also daher, das scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Dann würde ich sagen, engage.
Ich kann den Boss. Ja, also er ist nicht der Schlimmste. Und die Dunkelheit breitet sich aus. So, jetzt werden wir gleich verarscht, weil wir denken, oh geil, ein Item, das holen wir uns. Und willkommen. Und zur Information, man muss diese Ringe zerstören. Eitsch. Also der wird noch ein paar Skelette beschwören und es ist wirklich so ungefähr das Ziel, diese goldenen Armreife hier zu zerstören, weil dadurch verliert er unglaublich viel Leben. Siehe Beispiel. Und man darf sich halt von ihm nicht zu weit nach hinten drängen lassen. Dunkelheitnebel. Ach, genau. Das macht er, wenn ich zu nah an ihn rangehe. Das war jetzt mein Fehler. Also das Problem ist, wenn man zu weit hinten geht, dann krabbelt er auf einen zu und irgendwann steht er halt so nah an einem ran, dass er diesen Nebel macht und dann ist man so gut wie geliefert. Ja, können wir gucken, ob wir noch einen Try schaffen, wenn wir uns ein bisschen beeilen. Also im Grunde, man muss einfach nur seine drei Armbänder zerschlagen. Nur die ersten zwei, drei Tries sind irgendwie mal blöd, weil man checkt das erstmal nicht. Steht ja nirgendwo. So, jetzt verrecken wir wahrscheinlich einfach am Rotaugenskelett. Wäre ja witzig. Auf jeden Fall schon miesen Start hingelegt. Okay, das hat funktioniert. Ja, was gibt's sonst zu dem Boss zu sagen? Wie gesagt, er beschwört an und ab noch Skelette, die halt nervig sind. Das Gute ist, wenn der mit seinen Armen groß um sich haut, dann killt er auch teilweise seine eigenen Skelette. Das ist ganz nett. Und hopp. Und kommen ein paar drauf. Trauen die sich? Oh, ich habe sogar mit einem Schlag geschafft. Interessant. Aber ansonsten ist der Boss jetzt, ja. Wie gesagt, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir hier Henrike wiedersehen und war das Henrike? Ne, ich glaube, Henrike ist ein Spieler, den ich da hätte rufen können. So, das überspringen wir jetzt. Jetzt sehen wir ihn wenigstens direkt. Und wie gesagt, er krabbelt auch mal gern nach vorne. Man darf halt nicht zu nah dran. Jetzt macht er wieder seinen Nebel oder was? Komm, weiter gibt's ja nicht. Schön. Oh. Und rollen. Genau, das ist halt so die andere Schwierigkeit. Man sieht ja, das war jetzt dämlich. Irgendwie nicht so wirklich gut, was der macht. Weil der einfach von oben drauf haut. Und ich wollte nicht in deinen Arm feststecken. Okay, schon mal einen Ring kaputt. Damit geht er Gott sei Dank auch immer ein Stück zurück. Das ist so das Positivste daran. Schlückchen. So, das war gut. Das hat funktioniert. Komm schon. Das war auch gut. Das hat auch funktioniert. So. Wenn wir jetzt den Ring noch zerstören können, dann haben wir eigentlich gewonnen. Es ist nur leider der blödere Arm dafür. Weil er mit dem irgendwie nicht so viel macht. Eieieiei.
Jetzt macht er wieder Kotznebel. Und das ist eben, also, wir können halt bis da oben hin, da oben ist eine Wand und weiter können wir nicht weg. Das bedeutet, wenn er uns bis dahin zurückgedrängt hat und dann diese Nähe macht, sind wir halt tot. Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Was ist denn dein Arm? Nebel? Ah ne, er hat sein Schwert geholt. Oder? Naja. Jetzt weiß ich gerade auch nicht, was das war. Oh, er hat Skelette gerufen. Die ich aus irgendeinem Grund gerade nicht hauen kann. Was kommt jetzt? Jetzt holt er sein Schwert. Genau, er hat auch noch ein Schwert. Jetzt sehen wir da jetzt ein bisschen rumhauen. Jetzt wird es gerade etwas unangenehm hier. Positives, er killt damit ungefähr 70% seiner Skelette, aber natürlich nicht das Rotaugen-Skelett, was mich jetzt gerade töten wird. Ja. Da habe ich ein bisschen gepennt. Irgendwo. Ist egal. War's für heute. Ihr habt jetzt einen Eindruck vom neuen Boss bekommen. Den werden wir das nächste Mal auch legen. Da bin ich mir eigentlich recht sicher. Ansonsten, ich hoffe, es war jetzt nicht zu schlimm, die Patchweiß beim alten Dämonenfürsten. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder bei. Sonst noch schönes Wochenende und ciao.